Gut, dann können wir jetzt wirklich loslegen. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ich habe keinen Plan, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, dass der allererste Teil von Life is Strange, der war top, der hat mich mitgenommen. Also Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal sehr deftig aus. Ich glaube, das ist die, die wir spielen tatsächlich. Soweit ich das gesehen habe. Alleine die Aussage. Ja, ich arbeite irgendwie im Restaurant oder so. Ja, dann hast du ja mit Menschen zu tun. Ich denke schon. So, noch neutralere Antwort geht halt nicht. I does she have a boy's name? I don't know, ey. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Aber es ist, glaube ich, relativ modern, dass Alex jetzt auch ein Mädchenname ist. So, ich soll jetzt irgendjemanden bei der... Geht die auch schneller? Digga, wenn das ganze Spiel in dem Tempo geht, dann bin ich aber raus mit Klaus. Feiert auf jeden Fall die Natur. Und nicht, dass er so eine Sidequest ist mit, wir müssen immer mal Bilder machen oder so. Von der Natur. Apart. Alex! Okay, das ist Gabe. Oh, Gabe war jetzt der Bruder oder was war das? Ist das wirklich? Hab mich zugehört. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Er hat zugehört, es ist der Bruder. Umarm, Handschlag, umarm, naja klar. Hallo, mach es doch. Achso. Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, diese Tat wird Konsequenzen haben. Oh, okay, Nature is beautiful. Boah, Shadow heute in Englischstimmung. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Hm. Jetzt kommen ihre Fähigkeiten, glaube ich, zur Geltung, weil die haben immer Fähigkeiten. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, ha? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Weil ich meine, so wie ich das mitbekommen habe, dass ihre Fähigkeit ist, die Gefühlslagen von anderen zu erkennen. Und er ist ja so ein bisschen schuldig, fühlt sich ein bisschen schuldig, weil er nicht mitbekommen hat, wie sie aufgewachsen ist, glaube ich. Ich bin nervös. Warum nervös, Alter? Wir sind doch am Start. Na klar, rocken wir los. Rocken wir los. Ich auch nicht.
Das wäre doch eine geile... Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Mach mal Abstand, gute Dame. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Das haben wir gemerkt. Ja. Willkommen in Haven. Aber dieses komm, rocken los, ey, das sag ich jetzt vor jedem Streamstart so. Komm, heute rocken wir los! Und dann geht's ab, so als Startbegrüßung. Oder soll ich das bei dem Let's Play hier machen? Und heute rocken wir wieder los mit Life is Strange. Bam! Das wär's doch, das wär doch die Begrüßung. Dann ist man doch gleich in der Folge drin. Echt hübsch. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Das sind Blumen. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann es kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Lade das Killer Beat ein zum Rock'n'Roll machen. Ja, auf jeden Fall. Hey, Gabe. Kann ein bisschen abrappen. Das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Den mit den Welpen ist gut. Ach ja? Was würdest du tun? Ich habe gelernt bei sowas, ich hatte mal so einen Knicke-Kurs für Bewerbung und so, dass man bei Schwäche irgendeine Schwäche sagt, die aber wiederum eine positive Stärke ist für den Job. Zack. Also sei clever. Ganz klar. Ich würde clever sein. Die Wahrheit bringt dich nur begrenzt weit. Oh, hörst du das, Gabe? Du bist überstimmt. Mich kriegt ihr nicht klein. Er wird's schon irgendwann einsehen. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Die in den Blumenladen wäre jetzt, aber Freunde. Ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Was sagt ihr, Maiglöckchen oder Sonnenblumen? Also ich muss ja sagen, Maiglöckchen... Ich würde hier die Rosen da links würde ich nehmen. Ich würde die Rosen da links tun. Was hast du getan? Ach so, ja, stimmt. Der ist gut, Felix. Der ist gut. Fragen erstmal, was hat er denn gemacht? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Oh, dann nehmen wir die Sonnenblumen, weil hat die Form von einem Klodeckel. Bisschen. Auch rund. Ja, dafür sind sie auch echt zu übertrieben. Komm. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Pfeife, das ist es doch. Mal gucken, wir haben jetzt schon drei Entscheidungen getroffen, weißt die du, wenn Mac I know, so oft Blumen die Geschichte beeinflussen. Naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade doch was läuft's bei den gut, aber... Frag mich in 5 Minuten nochmal. Auch rein, Shadow. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar.
Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Ja, Spoiler werden scheiße. Da muss ich auch sagen, dann würde ich auch für die Zeit dann halt auch, wenn ich Spoiler sehe, erstmal, dann halt so machen, dass du hier nicht mehr reinschreiben kannst, weil Spoiler werden scheiße. Geil wäre, wenn sie mal ein bisschen schneller gehen könnte. Kann los. Ich sag, zwischen der Blumenverkäuferin und ihm, da geht noch was. Aber ich muss sagen, landschaftstechnisch echt schön hier. Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Naja, wenn er Blumen holen muss, weil er den Klodeckel oben gelassen hat. Es wird windig. Ich pass schon auf. Ne? Was denn hier? So, hier ist es. Will mir das angucken? Ich glaube, da... Wow. Danke für die Info. Da. Sprengungsankündigung. Plante automatische Sprengung. Hä? Automatische Sprengung heißt... Wird das safe um 21 Uhr hochgehen, egal was ist, oder was? Lel, das darf man das so? Einfach so hochballern, ohne nochmal vorher abzuschecken? Wow, einfach wow. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie alles mit winzigen Zeigefüßen auf ihrem Rücken. Ziegenfüßen? Was? Ich aber mal what los. The fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Also wenn das stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Das ist die Schlagzeile. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa 0. Das ist echt nochmal was anderes. Ich hab auch keine Bienen am Start. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Findet sie gar nicht so nice. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Verschwinden, das ist meine Art Kraft, was? Ich hätte lieber den Feuerring. Hätte auch LR verschwinden, so, oder? Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Hast du auch eher zu ihr, würde ich sagen. Das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Kommt ein random Typ an und fragt erstmal eine random Person. Willst du meinen Comic sehen, Alter? Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Aber ist da nicht die Sprengung, Alter?
Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Plattenladen, also Musik interessiert. Mal gucken. Weiß auch nicht, in welcher Zeit das spielt, aber scheint nicht in der Zeit des Spotifys. Obwohl so eine Schaltplatte ist schon ein bisschen geiler auch, ne? Art in Art. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Sie nicht gleich mit reingenommen hat. Oder er sie nicht reingenommen hat. Niemals. Okay, die werden sich safe anfreunden. Safe. Das ist die Freundin, mit der man jetzt die ganze Zeit rumchillt, denke ich mal. Da sehe ich mich eher bei dem Unicorn, sag ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert, Alter. Aber Unicorn ist doch eher der. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von... so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du... Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Cool bisher, überlege noch. Na, ich würde sagen, bisher ist ja alles easy, also... Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Da kennt sich ja auch jeder jeden, das finde ich immer ganz cool. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst ja etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Vogelgeräusche? Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Alles klar. Wow, das ist... Muss ich aber mal wieder los. Nerdig. Es ist safe nerdig. Das nerdigste Ding, was ich je gesehen habe. Und ich meine, ich besitze 2 Schoolhouse-Rock-Alben. Ich würde ja gerne lügen und sagen, dass ich die für die Arbeit brauche, aber... Nee, ich stehe einfach drauf. Also, könnte ich mir bist auch du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen.
Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Der ist mir nicht ganz koscher, der Typ, sag ich ehrlich. Hilfst du mir suchen? Och nö. Klar. Komm. Eine Idee, wo wir anfangen. Ich weiß nicht sollen? Mal, wo ich suchen anfangen soll. Kein Och Plan. Komm. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Juhu. Anschlagbrett. Ich glaube, da ist sie doch gewartet. Das schreit nach Kleinstadt. Ja. Sollen wir uns das durchlesen? Ein Konzert, okay, das merken wir uns. Gucken uns einfach generell erstmal kurz im Laden um. Katze. Moment. Ist das die Warteliste? Ey, die liegt einfach auf der Karte drauf. Okay, kümmern wir uns gleich drum. Oha. Die sieht nice aus. Notfallgitarre. Im Falle einer coolen Jam-Session Glas zerbrechen. Ich sag mal so, manchmal muss man auch einfach abrocken können. Verhalten zu lernen, Alex. Wenn es dazu keine Möglichkeiten gibt, ne? Muss man auch mal die Notfallgitarre am Start haben. Das ist klar. Die ist ja aber jetzt auch schon safe bei dem nächsten. Die geht aber auch anders ab, ne? Sie fühlt es auf jeden Fall, ist klar. Ich find's toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Es hat auf jeden Fall was. Colorado, ich glaub, was steht anderes, auf alternativen Rock. Was anderes empfangen sie halt auch einfach nicht, weil sie so am Arsch der Welt sind, könnte ich mir vorstellen. Jetzt gerade gar keine Gefühlslage, okay. Stellkiste ansehen. Gelbsplatte ist hier drin. Aber welche ist es? Auf jeden Fall ist dieser Ort wunderbar seltsam. Ja. Stimme ich dir komplett zu. In dieser schwierigen Zeit könnte die Welt wirklich mehr Rock. Was für Lesen? Mein reicher polnischer Klarinettist, der mir Sachen kauft? 1930er. Die muss ja richtig was wert sein, denke ich mal. Kann ich mir du kommst vorstellen. Auch nicht zur Ruhe, was? Wenn es noch vom Künstler ist. Muss er da nicht eigentlich immer. Punkten die da nicht immer rein mit der Spitze vom Ding her? Demos. Gabe und ich haben als Kinder davon geträumt, Demos aufzunehmen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Wäre krass, wenn sie noch in dem Spiel irgendwann einen eigenen Song macht oder so. Das wäre nice. Wegen der Notiz will ich es jetzt erst recht anfassen. Du willst echt draufgehen, oder? Ich no wrist, sehen, no fun, Alter. Ohne Wrist auch kein Fun. Ohne Fun auch kein Wrist, das ist einfach so. Hey, nenn es Glück, aber ich hab den Tod überlistet. So, gönnen wir uns mal. Nehmen wir uns jetzt mal der Katze an. Erschrecken, bewegen, ansehen, einfach ansehen. Hättest du dich nicht, keine Ahnung, irgendwo anders zusammenrollen können? Du kriegst doch jetzt die Katze da irgendwie weg, oder was? Ganz ruhig, ich will nur kurz... Okay, alles gut. Was ist das für Katze? Jetzt erschrecke ich dich safe. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken. Oh, wo Spielzeug? Als wo? Finden. Oh! Hilf mir mal. Ich habe noch nicht alles gefunden? Ich habe in der Schule einen Aufsatz über Jane Eyre geschrieben. Da! Irgendwann würde ich... Valkyrie... Abgefahrener Name für eine Katze. Valkyrie. Kann man das so sich so langsam annähern mit der Valkyrie oder so? Aus der Umgebung, jo, aber da wird ja nicht Spielzeug sein. Bestellkiste. Aber es Eck. Eigentlich habe ich gedacht, wir sind schon einmal rum, aber irgendwie ist jedes Mal noch was Neues. Anscheinend können Pflanzen Schmerzen empfinden. Aber können? Du hast mir gar nichts zu sagen, Poster. Nö. Flugblatt. Vor einer Menge aus Fremden auf der Bühne stehen? Alter, das Safe ist ja wird sie da das mitmachen. Gruseligste überhaupt. Safe soll sie da mitmachen oder wird überlegen.
Ersten Dienst, safe, da wird sie irgendwann einmal mitmachen. Musikstation ansehen. Kann man da wissen, dass... stundenlang hier sitzen. Vielleicht kann werde man ich da das auch. Kann man sich da irgendwie was anhören? Den Laden oder so? So, ist nur über Kopfhörer, ja. Ah, okay, das ist jetzt wahrscheinlich für uns stumm geschaltet wegen lizenzierter Musik. Also, das ist Haven Springs. Ja, komm, abwart, ich will hier wieder weg. Langweilig. Aber was hat sie denn da eigentlich bekommen? Aber hätte sie die nicht auch einfach reinstecken können? Oder sind das so funkmäßig? Dann wäre das ja schon wieder ein bisschen mehr zukunftsmäßig. Ich weiß ja noch nicht, in welcher Zeit das überhaupt spielt. Also, das ist ja zukunftsmäßig, aber so mehr in unserer. Comics? Die neunte Wächterin, Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Das, den Comic können wir doch den kleinen Jungen mitnehmen, dann freut er sich. Dann sind wir gleich hier mit dem Jungen. Ne? Wäre doch. Wir talken mal mit ihm. Vielleicht sagt er uns ja irgendwie was. Weil ich glaube, wenn wir die Katze jetzt erschrecken, werden wir uns niemals mit der anfreunden. Und wenn wir sie jetzt nicht erschrecken, sondern mit dem Spielzeug machen, wird sie uns vielleicht irgendwann mögen. Und das will ich eigentlich machen. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Banjo Dubstep, Alter. Dubstep geht immer. A cappella. Lieber den Dubstep. Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Aber wie steigt denn jetzt daran, dass wir diese Katze nicht von der Warteliste runterbekommen, oder was? Verarschte mich. Schnitzel, was geht? So, was sollen wir jetzt machen? Fragen? Schublade? Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Ey, komm, jetzt mal ganz ehrlich. Als wenn wir die Katze jetzt nur mit... Ja, in der Schrottkiste ist es doch drin. Kasse, Metallbox... Oh, Metallbox kann auch sein. Fragen, Computer, nein. Oder ansehen? Wir gucken also uns erstmal kurz hier an. Hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. Hä? Es ist eine Kasse. Metallbox? Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Ja, im Regal wird sich sein. Ich denke, es ist in der Schrottkiste. Der perfekte Ort für ein Katzenspielzeug. Vielleicht ist es in dem Karton. Nein, ich habe immer noch kein Guildboss gezockt und ich werde auch nie Guildboss zocken. Wir es. Gut gelangt. Sehr wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt das Katzenspielzeug, das ist viel wichtiger. Halt die Ohren steif. Weil anders kriegt man diese komische Katze ja nicht weg. Sag Gabe, dass es mir leid tut. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Ja. Guck mal, jetzt könnten wir uns nämlich irgendwann mit der Katze anfreunden. Danke. Und wenn wir sie erschreckt hätten, hätte sie uns niemals gemocht, denke ich. Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Ja, wie hieß unser Bruder nochmal? Gate oder so, ne? Gabe. Gabe doppelt drauf. Aber einmal hat er schon. Okay. Sprich, er braucht jetzt noch den Kings of Lion. Kings of Lion. Also klar. Dann habe ich mich verhört. Ah, okay. Also man muss schon Sachen im Leben machen. Moment. Okay. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört.
Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Ich hab doch keine Ahnung, wie der war. Krass. Nerd. Wohl, eigentlich hätte ich eher krass machen müssen, weil sie ja der Nerd ist. Aber er war ein echter Nerd. Er hat einmal so getan, als springe er von der Bühne. Und fiel vom Bett, verstauchte sich den Fuß. Klassiker. War lustig. Hat dich wehgetan, war lustig. Meine Hilfe, kommen wir endlich mal an Gabes allerpeinlichste Geschichten. Okay, das sind dann genau 20. Wie ernst er guckt. Auch einem unangenehm. Nein, oh, die ist sauer. Ernst? Rot ist sauer. Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Digga, die fühlt die Gefühle ja aber auch anders, ne? Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Vogelgezwitscher wäre aber Ehre im Radio. Würde ich mich auch mal sehen. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Ich hab nichts verstanden. Orga, keine Ahnung, was das heißt. Und Lab, auch keine Ahnung. Alles okay. Mir ging es nicht besser. Jetzt schon. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Bin kurz weg. Alles klar, Schnitzel. Danke. Der Ton ging noch ganz kurz nicht, oder? Ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Reden über... Ich hab erst was anderes gelesen, aber gut. Wir sehen uns um, würde ich sagen. Ich sehe mich bloß um. Der Laden ist echt ziemlich cool. Jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich an dich denken. War klar, dass es dir gefällt. Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. So langsam mal das Dieser Alter Kerl von ist nicht nur mein bester Freund, Edel. Sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Die Freundschaft kann ich verstehen. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren.